Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir haben jetzt einen Vasallen und ja, da müssen wir weiterkommen, ne? Unser Vasall war das, oder? Kann ich das jetzt sehen hier irgendwo? Da, oder? Nee. Okay. England ist hier irgendwie anwesend. Das wäre nicht gut, ne? Hier, der letzte Reiter, da ist es. Und da können wir unsere Vasallen sehen. Ja, die sind's. Gut, und wo sind die Engländer, bitteschön? Ist das hier England? Nein. Das? Nein. Keine Ahnung, warum die dann hier sind, aber ist ja jetzt auch egal. Gut, da sind wir weiter. 8, 3 und 6. Noch voranbringen, wie gesagt, ach so, wir hatten letztens Militär, das was wahrscheinlich als nächstes steigen kann. Kriegsgesellschaften. Okay, wir haben aber die Zeit in der Pause, das sollten wir vielleicht mal ändern. So, da läuft die Zeit wieder und da kommen auch schon gleich Sachen rein. Bündnisangebot lehnen wir definitiv ab. Und eine ja. Die Föderation wollen wir auch nicht. Und wen haben wir hier? Pohatanisch und Prepohotisch oder so. Was wollen die von uns, ne? Wir wollen nichts von denen. Machen wir gerade eine Stufe langsamer. So, was machen wir? Das ist die Frage. Wie sind denn unsere Beziehungen zu denen? Leicht minus. Für das grüne Herz. Freundlich sind die, okay. Und diese hier sind auch freundlich, sind aber größer freundlich. Ja, wenn man wüsste, dass man mit denen zusammen was anfangen könnte, könnte man die in eine Zange nehmen, ne? Was man denn hier so schöniges? Aha, da kommen wir vorher mal, aber das war doch nur einmalig, oder? Das haben wir doch schon, oder? Ist auch, glaub, da sogar, ne? Ja, sieht so aus. Ja, ich glaube, das haben wir dann schon. Ja, was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Wir müssen expandieren in dem Sinne. Das wäre der freie Beraterplatz. Unruhen, wo sind die? Die wollen morkanisch werden. Das müsste ja dann hier sein wahrscheinlich, ne? Aber da sind keine Unruhen. Und wir können mal durchblättern. 9,5, dann ist es wohl eher hier. Da gibt's keine Unruhen. Da auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Auch nicht, ja. Dann müssen die da wahrscheinlich als nächstes mal Bescheid kriegen hier, ne? Dass wir da jetzt regieren. Ja, kurz mal hier reingeguckt. Sind wir schon am Limit. Einheitenlimit 0 von 6. Wie verstehe ich das jetzt? Also Schiffe. Hier 9 von 11. Wir können noch 2 Einheiten zulegen. Sollten wir, glaube ich, auch tun. Gucken wir mal gerade hier rein. Alle Söldner angehören. Ne, indianische Bogenschützen. Indianische Bogenschützen. Ach, Söldner. Okay, ne, das wären ja die dann. 78, 58 Tage ist wenig. 10 kostet überall. Dann würde ich mal sagen, machen wir die beiden. Und dann ist das schon mal erledigt. Ah, da ist das Symbol und da gibt es auch eins. Alles gut. Ja, da kann man leider nichts machen. Gut, dann warten wir so ein bisschen jetzt die Zeit, glaube ich, ab, ne? Da ist jetzt nichts. Steht hier. Leibeigenschaft erhöht, okay. Diplomatisch sind wir... Mit denen. Also mit denen die meinen oder die Dinge jetzt noch verbessern? Eigentlich nicht, ne? Weil Vasall und so. Naja. Das wäre zu viel Geld weggeschmissen in Anführungsstrichen. Das lassen wir mal so. 1,53 ist unsere Bilanz. Ist jetzt nicht so prickelnd.
Okay, hier ist der Handel. Da sind wir aber schon an zwei Positionen dran. Der ist da oben und der ist da unten. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Ja, das entwickelt sich ja ganz langsam, ne? Da haben wir ja da unten noch das. Und das geht nicht, ne? Und dann würde ich ja gerne die Entdecker-Ideen da haben, aber das funktioniert noch nicht. Mutti die Hellseher. Prestige verbessern, ja, das haben wir immer noch. Prestige haben ab 50. Oder als 50. Wir haben 23, da müssen wir noch viel arbeiten. Belohnung kriegen wir Stabilität dazu, die bräuchten wir dann auch. Ja, Kriegsmöglichkeit ist klar, haben wir nicht. Die kriegen irgendwann einen auf die Nase, dann ist auch alles gut. Oh, das ist schon der erste Einheit. Ne, beide Einheiten sind schon fertig. Und das ist unser Glaube. Das sind unsere Armeen. Da haben wir jetzt auch 11. Ja, und das ist unser Vasall. Die ziehen wir jetzt mal zusammen, Alter, denke ich. Und dann einen bei die, ne? Macht Sinn. So, dann können wir rein theoretisch da ja runter. Und ja, könnten die angreifen, wenn wir wollten, ne? Geht das eigentlich? Ne, da müssen wir erst den Krieg erklären, ne? Also ziehen wir erstmal dahin und dann müssen wir da überlegen, was wir da machen. Anspruch fingieren geht nicht. Ja. Ich weiß nur nicht, ob wir mit 11 gegen 9 da irgendwie eine Chance haben. Krieg erklären. Es gibt keinen Kriegsgrund. Kriegsmüdigkeit haben wir. Die müssten wir irgendwie beleidigen oder sowas dann, ne? Einen Kriegsgrund gegen uns dann geben. Wollen wir das? Das ist die nächste Frage, ne? Aber was passiert sonst hier? Die sind weit weg. Obwohl, ich glaube, die wandern hier irgendwie gerade auch, ne? Okay, was ist das? Pause drinne. Aha. Privilegien gewähren. Verlieren 50 diplomatische Macht. Verlieren 50 administrative Macht. Dann würde ich ja schon fast sagen, obwohl wir gucken mal gerade hier rein. Das eine ist fast rum. Was kommt hier? Stangenschleife, okay. Hm. Ne, das haben wir ja schon, oder? Was wollten wir da nehmen? Das ist die Frage. Aber das eine haben wir mehr, deswegen würde ich sagen, nehmen wir das. So, noch 10, glaube ich. Dann haben wir hier eine Möglichkeit, das hier zu erhöhen. Dann haben wir Kriegsgesellschaften. Ja, plus 10 Moral, das ist schon mal was, ne? Zeit läuft noch? Ne, in dem Fenster steht die Zeit. Gut, dann warten wir gerade noch. Versorgungsschiffreichweite ist wahnsinnig weit, ne? So, geht das jetzt? Ne, wohl noch nicht ganz, da fehlt ein, zwei Punkte. 4 Punkte fehlen. Schade. Aber kommt sofort. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob wir die angreifen sollten oder nicht, ne? So, da können wir das jetzt machen. Ach so, das haben wir schon. Dann kommt das dazu, ne? Mhm. Nahkampf plus 1. Ja, warum soll man es nicht nehmen, ne?
Kavalierkoks. Ja, das ist klar. Das haben wir gerade gelesen, ne? Automatisch speichern. Es gibt keinen Kriegsrund, ne? Das ist klar. Ja. 8, 3 und 6. Ja, ich weiß nicht, ob wir da was machen sollen oder nicht. Könnten die angreifen. Aber schaffen wir das? Die drei, ob die uns helfen, ist die nächste Frage, ne? Dafür müssten wir aber hier so eine Beleidigung aussprechen, ne? Die haben irgendwie keine Freunde, die sind ganz alleine. Sollen wir Beleidigung schicken, einfach mal? Einfluss. Und die können wir vasalisieren sogar. Beziehungen verbessern, Bündnis. Wir bieten denen ein Bündnis an. Dann machen wir sie zu unseren Vasallen. So. Einfluss. Was ist das? Oh. Ich habe aber nichts weggedrückt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir machen mal gerade eine Pause rein. Wenn wir was bauen können. Truppenlevel plus 10, das brauchen wir nicht unbedingt. Staatseinnahmen plus 1, das wäre nicht schlecht. Ein diplomatisches Geschick plus 1, also da wäre ich jetzt tendenziell dafür. Erdwall. Verteidigung 25, Palisaden, Vorlevel plus 1. Lokaler Steuermodifikator plus 50. Lagerhaus. Produktionseffizienz plus 50. Großer Pfad. Den brauchen wir nun nicht. Landwirtschaftssystem. Was war denn hier mit den Soldaten gerade? Truppenlimit. Wenn wir 11 haben plus 10, dann können wir 12 haben, ne? Auf der anderen Seite wäre das ja doch gar nicht so schlecht vielleicht. Aber wir brauchen mehr Geld und deswegen sollten wir das vielleicht nehmen. Ach so, da kann man überall nur noch eins machen, ne? Kostet überall gleich. Aber in diesen zwei, hier bringt's mehr, ne? Und wenn ich das jetzt nehme, da sehe ich nichts. Das war klar. Da wird nichts angezeigt, da wird was angezeigt. Das ist alles. Ah, stopp hier. Lokaler Steuermodifikator. 12, 20, 12, 16, 8, 8. Das würde 0,2 bringen. Ne, welches war das? Das war das. Das ist 0,1. Dann würde hier ja sich das viel mehr rentieren. Lagerhaus bringt es nirgendwo richtig. Ich frage noch alle Soldatenanzahl. Okay, das wollen wir jetzt aber auch nicht, ne? Und hier bringt es 10, 6. Ja, ich würde jetzt tendenziell dazu neigen, das hier zu machen, ne? Das bringt uns am weitesten, glaube ich. So, was müssen wir mit denen noch gut machen, ne? Annexion. Ach so, 10 Jahre lang müssen die unsere Vasallen sein, okay. Das dauert dann noch. Also noch 7 Jahre, okay. Gut, also alles. Pause raus, weiter geht's.
Jetzt müssten wir nur diese hier noch in unsere Nähe kriegen, dann können wir die angreifen. Naja, können wir jetzt nicht wirklich, aber... Und was haben die hier? Gewürze und sowas, ne? Getreide. Felle. Alles voller Felle, okay. Gut. Wie sieht's hier aus? Das Ober kommt bald voran. Das nächste müsste dann hier beim Gürtel oder so ähnlich. Aha, na dann. Stabilisationsfaktor Modifikator minus 20, okay. Alles gut. Ja. Ja, die Zeit läuft jetzt so langsam vor sich hin. Am freien Beraterplatz ist klar. Das dauert eine Weile. Ich mache mal hier noch gerade ein bisschen Plus. Können wir auch richtig viel Plus machen, glaube ich. Bringt es ja jetzt gerade nicht irgendwie. Ja. Schauen wir mal, wann der Bär irgendwo hinzieht. Noch passiert nichts. Hm, 408 haben wir da oben. Lass nochmal schneller laufen, ne? Automatisch speichern. Gut, gleich ist da oben das fertig, dass wir 0,2 mehr kriegen. Noch ganz interessant einmal zu wissen, wie viel wir jetzt kriegen. 1,32. Zeit läuft ja weiter. Und das ist fertig. 1,55 sogar. Interessant. Oh, was ist hier unten los? Da sind Rebellen. Ach, guck mal, und die ziehen weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Können wir da was machen? Ja, das geht nicht. Beziehungsaktion. Ja. Geheimdienstaktion, das wären es gewesen. Können wir nichts machen. Okay. Ich weiß auch nicht, was die da unten machen. Die kämpfen auf... unsere Kollegen sind da einmarschiert. Warum haben die uns nicht gesucht? Okay. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Natürlich schön, wenn die Provinz so erweitern würde, ne? Also dieses Pepotisch. Ne, Pequotisch, so heißen sie. 10 Armeen haben sie. Jetzt haben sie es besetzt. Und ist aber wieder weg. Sie haben es freigelassen wahrscheinlich. Irgendwie Zahlungen. Und dann war gut. War jetzt nicht das, was ich gerne gehabt hätte, ne? Ja. Annexion geht da noch nicht. Kann man irgendwie auch nicht so direkt sehen. Was ist hier los? Okay, 50%. Ich glaube, wir nehmen mal unsere Truppen und bringen die in diese Richtung schon mal, weil da muss das ja irgendwo passieren. Ah, wir haben schon wieder ein Lagerfeuer. Und können jetzt diesen Gürtel machen. Okay. Unruhen. Alles gut, würde ich mal sagen, ne? Okay, aber ich würde mal sagen, was ist das hier? Ach so, das, weil wir das gemacht haben. Alles klar. Lass uns mal gerade noch einmal hier durchchecken. 836 passt. Okay, das dauert noch ewig dann, ne? Irokesische Ideen, ist auch alles gut. Prestige steigert sich jetzt momentan auch nicht gerade, ne? Den Ärger haben wir irgendwann. Truppen immer noch 11. Und wir haben auch 11.
Ja, das ist unser Vasall. Stopp mal. Was war das mit Vasall? Wir haben noch zwei, oder? Ist das nicht mehr unser Vasall hier? Wo war das jetzt? Hier. Da. Und wir hatten das doch gemacht, oder? Ja, dann wohl nicht mehr, oder was? Wir haben ein Bündnis mit denen, können aber nicht vasalisieren. Ja, dann. Wenn die da sind, dann können wir da runterziehen. Könnten wir, aber was bringt uns das? Geheimdienstaktionen gibt's nicht. Okay. Gut, würde ich aber erstmal sagen, soll reichen für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.